Herr Wimmer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview. Ja, guten Tag, Herr Scharoukni, guten Tag nach Teheran. Ja, vielen Dank, Herr Wimmer. Seit Freitag, dem 26. Oktober, sollten die Waffen in Syrien schweigen. Das ist jedenfalls eine Vereinbarung, die unter Vermittlung des Syrienbeauftragten der Vereinten Nationen und Arabischen Liga, Lakhdar Brahimi, erreicht worden ist. Aber wie es Ihnen bekannt ist, sind die Waffen nicht geschwiegen, sondern im Gegenteil gab es schon ein paar Stunden nach Eintreten dieser Waffenruhe Anschläge, bei denen über 100 Menschen ums Leben kamen. Wie sehen Sie diese Vereinbarung? Also zunächst mal ist es natürlich ein ehrenwertes Bemühen von Herrn Brahimi, sich um Besänftigung bzw. um Problemlösungen für Syrien zu bemühen. Also das muss man anerkennen und das soll man auch nicht gering achten. Nur wir haben spätestens seit dem Schlüsselkrieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien 1998 haben wir den Eindruck, dass Waffenruhen, die ausgerufen werden in einer solchen Konfliktsituation, das Papier nicht wert sind, auf dem sie stehen. Das ist alles etwas, was zur Täuschung der Öffentlichkeit letztlich dient. Und hier sind so viele engagiert in Syrien, dass man nicht ausschließen kann, dass immer einer eine zusätzliche Handgranate zündet, die die ganze Vereinbarung außer Kraft setzt. Und das haben wir auch in Jugoslawien erlebt. Im Ergebnis muss man da nicht hinhören, wenn eine Waffenruhe ausgerufen wird, weil wir werden belogen und betrogen. Herr Wimmer, aber man müsste irgendwo beginnen mit der Waffenpause, mit der Waffenruhe. Das ist auch immerhin so ein Ansatz gewesen. Woran hat es gelegen, dass dieser Einhalt nicht so weitergeführt werden konnte? Ja, dazu müsste man vielleicht eine größere Kenntnis von der Lage vor Ort haben. Aber ich sehe natürlich Ihren Punkt, dass man irgendwo hofft, dass man diesen verwirrenden Knoten lösen kann. Aber die Erfahrung, die wir seit dem Jugoslawienkrieg gemacht haben, und zwar auf internationaler Ebene, das gilt für alle Konflikte dieser Art, das macht eben deutlich, dass man daran nicht glauben soll, wenn eine solche Waffenruhe ausgerufen wird, weil dahinterstehende Kräfte kein Interesse haben und die Kräfte sind so vielfältig, dass man nicht genau definieren kann, wer kein Interesse daran hat, dass es zu einem Beginn für vernünftige, vielleicht auf Ausgleich gerichtete Vereinbarungen kommt. Das ist tragisch, aber es ist die Erfahrung der letzten 15 Jahre. Herr Wimmer, Sie sagten, es ist nicht die Frage, wer keine Interesse an einer Waffenruhe hat, aber vom Interesse ist wahrscheinlich, weshalb man kein Interesse daran hat. Die damit verbundenen Fragen, mit Syrien verbundenen Fragen, konzentrieren sich ja nicht nur allein auf Syrien. Wir haben ja in den letzten Wochen genügend Informationen darüber bekommen, wer in Syrien engagiert ist. Also neben den Kräften, die zur Regierung zählen, sind es mit Sicherheit die Kräfte, die von Saudi-Arabien und von Katar unterstützt werden. Und man muss natürlich auch sehen, dass diejenigen, die eigentlich ihren Ursprung irgendwo anders haben, nämlich Al-Qaida, sowohl in Syrien als auch in anderen Staaten wieder aktiv sind. Und wir müssen auch sehen, dass die Kräfte, die in den 90er Jahren
die Tschetschenienkriege hervorgerufen haben am Südrand der Russischen Föderation, dass die auch in Syrien wieder aktiv sind und zu neuer Kraft gekommen sind. Das heißt, wir haben eine solche Vielfalt von außen gesteuerten Kräften, dass man gar nicht weiß, wen man alles noch dazuzählen soll. Und das ist ja auch nur ein Teil der Kräfte, die in Syrien selber dazu beitragen, dass die Bevölkerung eigentlich nur noch leidet. Aber die Frage ist, Herr Wimmer, wie lange und wofür überhaupt? Die strategischen Ziele, die damit verbunden sind, wir haben vor längerer Zeit schon mal darüber gesprochen, richten sich aus meiner Sicht natürlich gegen den Iran und über den Iran gegen die Volksrepublik China. Da besteht für mich kein Zweifel. Und in gleicher Weise natürlich gegen die Russische Föderation, die ja auch eine besondere Interessenlage mit Syrien verbindet. Das muss beseitigt werden, das muss zerstört werden und deswegen haben wir einen Großteil der Entwicklung in Syrien. Ob das natürlich angereichert wird durch innenpolitische Auseinandersetzungen in Syrien, das wird diskutiert. Dazu gibt es bei vielen eine eindeutige Meinung. Aber das ist eine Gemengelage, bei der viele Dinge berücksichtigt werden müssen und wo globalstrategische Ziele weit über Syrien hinausreichen. Also räumen Sie damit den Bemühungen von Ibrahim wenig Chancen ein? Ja, das mache ich durchaus. Auf der anderen Seite, wenn wir den Brahimi nicht hätten, müsste man ihn erfinden. Es kann ja nicht ausgeschlossen sein, dass die Kräfte, die dahinter stehen und bei denen andere Konflikte auch noch eine Rolle spielen, dass die eines guten Tages der Auseinandersetzung in Syrien überdrüssig werden und dass dann die große Stunde von Herrn Brahimi kommt. Also insoweit ist das eine allerdings sehr geringe Hoffnung. Vielen Dank, Herr Wimmer, für diese Einschätzung. Vielen Dank, Herr Scharoukni, und alles Gute nach Teheran.